So, ich habe in einem der letzten Videos erzählt, dass ich auf Kleinwagen stehe, ja, und vor allem auf dem VW ab. Und ich will euch mal einen Unterschied zeigen, wie ein normaler ab aussieht, der kacke aussieht, im Vergleich zu einem, der geil aussieht, mit nur ein paar Kleinigkeiten, also the original one. Radkappen, Stahlfelgen, zu hoch. Hässlich. Potenzial, aber hässlich. Ja, also, mal ohne mich im Bild, damit ihr es auch mal seht. Von vorne. Von der Seite. Von unten. Und von hinten. So. Jetzt zeige ich euch ein. Machen wir anders. Ich mache einen Zaubertrick. Oder eigentlich ist es einfach nur editieren. Also, von wo zeige ich es am besten? Von hier so. Also, ready? 1, 2, 3, bang! Alter, und so sieht einer aus, der geil ist. Also, dasselbe Auto, aber einfach mal geil. Ja? Also das ist jetzt die White Edition. Gut, das ist ja so ein Basismodell, aber das ist die White Edition. Aber der ist doch mega geil. Schaut euch das mal an. Also, auf jeden Fall seht ihr, der ist tiefer. Das könnt ihr so schon sehen mit dem eigenen Auge. Hat, die Felgen sind ja so original VW-Felgen. Das ist ja nicht mal irgendwas ganz krasses Aftermarket. Das ist einfach original VW-Felgen in der White Edition. Hinten hat er gecleant. Kein Ab, kein VW-Logo, nichts. Komplett clean. Sieht einfach mal geil aus. Also jetzt nochmal so, damit ihr es sehen könnt. Sieht doch einfach schon viel, viel geiler aus. Man sieht einfach, vor allem vorne, wie tief er ist. Gut, Armaturenbrett ist lackiert, das kommt jetzt in der White Edition. Und wie satt der schön vorne liegt. Das ist ein Up, der mir echt, echt, echt gut gefällt. Ja? Und so einen hätte ich gern. So einer würde mir echt gefallen. Den würde ich mir sogar, wenn ich Geld hätte, würde ich mir ihn sofort kaufen. Ja? Okay, 75 PS, buh, ja, da kriegst du nichts von der Stulle gezogen. Ne? Soll jetzt noch 9.000, also 10.000 Franken kosten. Ist ein März 2012, wird jetzt 4 Jahre alt. 46.000 gelaufen, hast noch ein Jahr Garantie, also weil er halt von VW bekommt. City Safe, automatische Notbremsung, Ding. Vorsitze beheizbar, Klimaanlage. Also der ist schon nicht gut, nicht schlecht ausgestattet. Sehr geiles Ding. Sehr, sehr geiles Ding. Also, hier nochmal. Geilo. So, was haben wir hier? Ein A5. Oh, ein RS5. Ja, kann man nicht so gut sehen, weil... Gut, man sieht es da, wenn man auf die Keramikbremsen guckt. Weil der hat so Aftermarket-Felgen. Kann man machen, muss man nicht. Oder wenn man es macht, dann bitte geile Felgen, weil die sehen irgendwie scheiße aus. Ja? Also, 4,2 Liter RS5 Coupé von 2010. 45.000, 46.950 Franken. Aber was noch viel geiler ist als das Ding, ist der da. RS4 Avant. 2014er, 38.000 Kilometer, hat noch bis 100.000 Kilometer Garantie oder bis 2019 Juli. Also das Ding ist Bombe. Aber leider 73.000 Franken. Ja. Guckt euch das Video an von dem Grünen, den ich in Dubai gefahren bin, den ich ein Wochenende hatte. Ich habe mich in das Auto verliebt. Ich finde das so geil. Das Einzige, was bei Audi scheiße ist, die haben keinen USB-Port. Da muss man sich so einen verfickten Adapter kaufen. Das Ding kostet nochmal irgendwie 60 Euro, 70 Euro, keine Ahnung, wie viel hier, 100 Franken bestimmt. Nur um halt einen USB-Port zu haben. Das ist voll kacke. Aber alles andere, I love it. Guckt euch das Ding einfach mal an. Wie geil ist das Teil? Sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. Und es fucking regnet hier. Sonnenschein und es regnet. Hinten hat er mal so auf andere Farbe gemacht, ohne Badge. Aber die Auspuffrohre und die dicken Backen machen sowieso alles zunichte, würde ich sagen. Und schauen wir einfach noch, was wir noch so haben. Ja? Also laufen wir mal rum. Ein A7 als Diesel. Was haben wir da? Ein A3. Ja. Ich war gerade eben bei VW in dem Neuwagen. Das ist mir schon wieder schlecht geworden. Perfekter, ein Golf, 150 PS.
46.000 Franken. What the fuck? Hey Leute, what the fuck? Ah, hier haben wir noch einen Skoda Fabia Monte Carlo Edition für 11.000. Whatever. Not interested. Aber der ist geil. Ich habe gesagt, in einem Video habe ich gesagt, ich mag Vans. Und der ist so schön. Gutes Mann. Ich mag Farbe, ja. Ich mag, was Farbe hat. Und der ist einfach mal wunderschön. Dieses Weiß-Rot ist echt schön. Ja? Aber ich glaube, mir wird gleich wieder schlecht, wenn ich sehe. T6 Multivan Generation 6. So wie er hier steht, 85.000 Franken. Der ist geil, aber ist der 85.000 Franken geil? Wir gehen mal um. Und unten so das Weiße von oberen Teil übernommen, mit Chrom in der Mitte. Multivan, Diesel natürlich, 4Motion, also Allradantrieb. Also ist das schweißtauglich, ne? Und der ist echt schon schön, ja, das muss man sagen. Finde ich schon geil, aber das Geld, ey. Gehen wir ein bisschen weiter von der Straße weg, damit man die Autos nicht hört, wenn man vorbeifährt. Hier eine E-Klasse für 25 von 2011. Ich stehe auf Benz, aber eigentlich eher auf AMG. So, den Golf R, den haben wir schon mal gesehen, der mit den schwarzen Felgen. Der ist auch nicht schlecht. Nehmen wir nochmal einen normalen ab. Oh, das ist auch ein ab, aber es ist glaube ich der Black Up. Da haben wir mal einen Unterschied. Guck mal, der Black Up ist nicht tiefer gelegt. Der White Up ist es. Guck mal, was für ein Effekt. Okay, der ist jetzt noch ein Viertürer, der andere ist ein Dreitürer. Im selber Preis. Ist ein 2012er, noch Garantie, bis 2017, also auch noch 1,5 Jahre oder so. Aber der sieht nicht so geil aus. Da sieht man echt den Unterschied, ja. Und hier haben wir den Bruder, den Skoda Bruder, Citigo. Im Endeffekt ist genau dasselbe Ding, einfach nur ein anderer Badge drauf. Skoda anstatt VW. Ist ein bisschen günstiger. Finde ich aber von vorne nicht so geil. Der sieht von vorne langweilig aus. Da sehen die ab irgendwie geiler aus. Ja, den kennen wir, den haben wir schon gesehen. 35.000, Golf R, Carbonfolie auf der Motorhaube, schwarze Felgen. Da steht der Janis voll drauf und schwarze Felgen. 40.000 Kilometer, Mai 2012, also gut 4 Jahre alt. Ja. Der ist geil, aber irgendwie ist der ab geiler, muss ich sagen. Dann haben wir einen Polo GTI noch für 20.000, 180 PS, 7-Gang DSG, 45.000 Kilometer gelaufen. 2013er für 18.000. Polo GTI, also das Ding ist jetzt 2 Jahre alt, 3 Jahre alt und 45.000 und 18.000 Franken. Habt ihr Dinger neu online gesehen für knapp 20.000? Warum soll ich mir so ein Ding kaufen? Ihr müsst einfach mal ein bisschen schlau sein, wenn ihr Autos kauft, ja? Nicht einfach mit Händen rein und hier Geld und nehme ich, ne? Es gibt online wirklich gute Deals heute, ne? Truck wollte ich auch mal gerne fahren, aber egal. Nochmal der ab. Ich finde den so geil, ich muss mir nochmal angucken. Also guckt euch den mal an. Fett, fetter am fettesten. Moment, was wurde gemacht? Nix. Einfach nur tiefer. Der war jetzt schon, weil er die White Up ist, weil die White Edition ist, der war ja eigentlich schon so. Der wurde nur tiefer gelegt. Und guck mal, was für ein Unterschied das macht. Wie geil der einfach nur aussieht. Okay, hinten die Heckklappe wurde noch gecleant, aber voll geil. Voll geil. One day. So, das war's eigentlich. Es regnet, die Kamera wird nass und wir hatten ja im anderen Video, habe ich euch echt über den Up erzählt. Deswegen habe ich den hier gesehen und ich fand den so geil, den musste ich euch zeigen. Jetzt fahre ich noch zu Ford, weil das hatte ich ja mal versprochen gehabt. Ich will wissen, wann der Ford Focus RS da sein wird, damit man die Probe fahren kann. Wo ich mir im Moment nicht leisten kann. Also nicht, dass ich mir vielleicht nächstes Jahr einleisten könnte. Eventuell. Mal gucken, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, also auf jeden Fall müssen wir den mal Probe fahren, weil ich war ja Ford Owner, wisst ihr ja, und ich bin das Ding gefahren in Essen. Leider musste ich das Video offline nehmen. Eventuell kann ich es ja wieder online stellen, weil er jetzt wieder erhältlich ist. Muss ich mal gucken. Und fahren wir zu Ford. Mal eine neue Folge draus. Also bis zur nächsten Folge. Ciao. Subscribe, liken, teilen. Bye.